Rainbow Six Siege. Der Beta. Wir spielen wieder den Multiplayer-Modus. Im gleichen Team gegen andere Gegner. Team Deathmatch Bomb wieder im Konsulat. Das konnten wir uns jetzt leider nicht mehr aussuchen. Wir sind Team Blau und wir attackieren als Erste. Also das Team war nicht schlecht, da kann man nicht meckern. Wir sind wieder IQ. Wir haben einen Sledge dabei, das ist sehr gut. Einen Twitch haben wir dabei. Montagne ist dabei, auch nice. Und Fermite, also eigentlich die fünf besten Operator, die man zum Start so bekommen kann. Übrigens, wenn ihr euch die Tutorial-Videos anguckt, bekommt ihr pro Video 200 Gains, heißt insgesamt 600 Punkte, und ich glaube, wenn ihr das ganz komplett nochmal abgeschlossen habt, nochmal 200, also 800 Punkte. Und dann könnt ihr euch für 500 den ersten Operator kaufen. Und das ist doch schon was Besseres als ein Recruit. So, jeder hat wie gesagt seine andere, eine andere Spezialfähigkeit. Ich kann die Bombe zum Beispiel finden. Mit Twitch, ihrem Armband. Bin mal gespannt, wo sie diesmal steckt. Ich tippe irgendwie auf oben. Ich glaube nicht, dass sie jetzt wieder in dem einen Raum sein wird. Die fahren aber alle zusammen nach oben. Ich fahre hier hin. Found Bomb. Gut. Ist unten also. Wir können die da auch stehen lassen und dann gleich nochmal fahren. Hold F to drop the diffuser. Also ich muss die Bombe diffusen. Es sei denn, wir bringen vorher alle um. Was eigentlich hier eher den Sinn bringt. Ich muss das Ganze diffusen. Das ist das erste Mal für mich. Ich gehe vom Dach rein. Das mache ich relativ gerne. Oh, da haben wir schon verloren. Also nicht verloren, aber den ersten. War die jetzt auch schon, das ist gut. Die sind alle schon da unten, gut. Sehr nice. So, zack, machen wir das Ding mal kaputt. Alright, hier sterben unsere Leute. Jawoll! Round 1. Und ich habe den finalen Kill gemacht. Nice. Achso, nee, doch nicht. Hä? Oder weil ich es vielleicht gesehen habe, kann das sein, dass ich jetzt nicht gezeigt wurde, aber ich habe den Kill gemacht. Ja, da steht's auch nochmal. Ich krieg nur... Oh, komm. Ja, okay. Free Shield Guys, ja, warum nicht, ne? So, Pules Bande, Dog, Rook und Jäger. Also wieder die gleichen wie eben. Wir sind ein verdammt gutes Team, muss ich sagen. Because that's why. Fucking Ubi-Shit, oh Gott. Ich habe irgendwo mal gelesen, man sollte nicht schlecht im Chat über Ubisoft reden in der Beta, weil es alles ein wenig überwacht werden soll wohl. Die Spiele teilweise. Und ja. Aber das Spiel ist mega geil, muss ich sagen. So, da ist die Bombe. Die müssen wir natürlich jetzt ein bisschen securen. Ja gut, dann mach du das mal so. Ich kann das Ganze auch nochmal machen. Das machen wir hier. Seconds left. 5 seconds.
Good. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. So, jetzt können sie die Wings nicht mehr benutzen. Jetzt sind wir hier. Gut. Ja, das war eher kontraproduktiv. Sorry. Mach's ruhig kaputt. Alter. Ah, gut. Danke. Schön. Die sind echt schon drin. Ich warte jetzt, dass sie von da kommen, natürlich. Enemies found bomb A. Eieiei. Okay. Hold to vault. Das ist eine gute Idee. Oh oh. Also ich bin hier wohl reingekommen. Versuchen wir es mal hier. Und hier kommen sie auch durch, so wie es aussieht. Nein. Noch nicht. Oh fuck, mein Kollege ist gestorben, der hier war. Ist dann doch eher kontraproduktiv. Bomb diffuser in place. One op four remaining. Scheiße. Na toll. Hab dann? Nein. Jawoll. Sehr nice. Boah. Gut. Diffuser disabled, also wir haben die Bombe vom Entschärfen wieder scharf gemacht. Also den Entschärfungsprozess entschärft, kann man so sagen. Wiederhetzer, auch nicht schlecht. Warum nicht? Ja, ich habe immer die scheiß Punkte, die scheiß Plätze auf dieser Karte gewählt. Ich weiß nicht warum, jetzt nehmen wir wieder als Attacker natürlich IQ, mit der komme ich am besten klar. Die hat auch bei mir die modifizierten Waffen. Gestartet wird hier meistens auf der Police Line, also das machen eigentlich fast alle. Und wir haben Twitch, Sledge, Montagne, Vermite und IQ wieder im Team. Ein Hammerspiel ist das, ehrlich, ich kann... Ich freue mich so mega auf das Hauptspiel, dann auf das fertige Spiel, was am 1.12. Jahr erscheint. Wie ich in einer früheren Folge, in der Folge hier vor, schon erwähnt habe. Glaube ich in der Folge hier vor, ich weiß es gar nicht mehr. Ich werde jetzt auch so ein bisschen, so ein paar Folgen weitermachen natürlich. Ist ja wohl klar. Oh oh. Das klingt gar nicht gut. Vom Signal her. Okay, Bombe A ist unten wieder. Oh nö, wir kommen hier nicht runter. Has found the bomb. Okay. Wir können. Wo ist die Bombe? Da ist sie. Auf Ebene 1, also auf unserer Ebene. So wie es aussieht. Wir gehen wieder von oben rein. Aber diesmal nicht ganz oben. Na. Alter, jetzt komm. Enttäusch mich nicht, danke. Enter. Und... Zack. Target located. Garage. Gut, die haben es schon. Da war wohl einer.
Garage sind welche. Nein, nein, nein. Ah, scheiße. Ich hätte mich nicht hinlegen dürfen. Mist. Ich will die Killcam nicht sehen. Das ist meine Drohne. Die lebt tatsächlich noch. Und wir haben verloren. Wir haben wieder eine Runde verloren. Das ist... Mit als... So im Team haben wir noch keine verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt gerade. Aber gut. Passiert. Hey, komm. So, Defend. Matchpoint schon. Okay. Ach, wir haben ja schon zwei Siege. Gut. So, da war ich echt der Letzte wieder. Nee, Bandit war noch am Voten. Oder Bandit. Gut. So. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt angehen. Wichtig ist immer der Standort der Bombe, wirklich. Da, wo sie in der Einfolge war, dem großen Raum, da war sie ganz gut. Ah, jetzt ist sie natürlich bei uns auch in der Garage wieder. Scheiße. So. Zack. Und... Machen wir hier noch eine Barrikade drauf. Wir verbarrikadieren hier auch mal einfach so. Gehen hier nochmal durch. Schön. Ja gut, dann machst du das. Sehr nice. Da war noch eine Drohne. Da steht Juju. Ich gehe wieder hier hin. Oder ich gehe ja hier hin. Frage ist, ja, jetzt muss ich hier natürlich auch mit aufpassen. Ich habe zwei Seiten. Das ist scheiße. Wow, die kommen durch die Decke. Jetzt kommen sie von da oben, so wie es aussieht. Der scheint fast down zu sein. Reload. Okay. Nein! Hilfe, Leute, Hilfe! Jo, danke schön. Boah, scheiße. Wow. Achso, ich soll mich wieder gerade drehen vielleicht. Von wo, von wo, von wo? Leute. Nein. Ah, der hat ein Schild, ja klar. Blitz. Natürlich. Shit. Shit, ey. Oh, Runde 4 auch schon verloren jetzt. Jetzt geht's aufs Ganze. Wir müssen attackieren und das ist der Matchpoint für beide Teams. Eieiei, das war eine schlechte Runde. War eine extrem schlechte Runde. Von allen leider.
Ah, ich habe einen Kill gemacht. Achso, insgesamt nur einen Kill. Ja, toll. Wunderschön. Das ist zum Kotzen. Ich bleibe trotzdem IQ treu. Boah. Geht länger als ich geplant habe eigentlich jetzt schon wieder. Diese Folge. Aber dass das jetzt so spannend nochmal wird, hätte ich nicht erwartet. Wir haben 2-0 hinten gelegen, jetzt steht es 2-2. Jetzt müssen wir natürlich auch mal wieder einen Punkt machen. Es wäre zumindest nicht schlecht. Search for Bombs. Ich fahre immer nach oben, ich weiß nicht warum. Jawohl. Oh, Leaving Squad, was? Ubisoft Server Connection Error. No. Nein. Ja. Toll. So eine schöne Runde und dann lässt uns Ubisoft mit ihren Servern echt im Stich. Da habe ich die Bombe gefunden und... Ach komm. Ich hoffe, die Gains hat er wenigstens gespeichert, denn das ist sonst echt... Ah, nein, der hat die Punkte nie und nimmer gespeichert. Die Gains und Punkte. Ja, er kann sich natürlich jetzt mit Ubisoft nicht unbedingt gut verbinden, wenn die Server mal wieder offline sind. Das passiert in der Beta häufiger, dass die Spielserver offline sind. Und da sind sie leider wieder. Nein! Unavailable offline. Trying to reconnect in. Connecting. Ja gut. Das war's zumindest für diese Folge leider. Es tut mir leid, aber Ubisoft sagt lieber mal wieder leider mal wieder nein. Okay, also. Bis zur nächsten Folge, dann wird's hoffentlich wieder funktionieren. Und ja, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.